denn da los? Da sind wir wieder. Na, das nächste Spiel steht kurz bevor und es gibt wieder eine Menge zu besprechen, weil wir haben G2 jetzt, die gleich antreten werden. Und das gegen Schalke. An meiner Seite immer noch Kevin und Eis. Na, ihr habt euch in den 3 Minuten nicht wegbewegt. Nee. Aber jetzt natürlich die Frage, kann sich Schalke diesmal vom Ende der Tabelle wegbewegen? Denn im letzten Split war es damals schon schwierig. Auch jetzt in der ersten Woche noch nicht einen Sieg mitgenommen. Kann ja noch werden, aber reicht es heute gegen G2, um dann den ersten Sieg zu bekommen? Also, ich meine, G2 sah jetzt in den Games letzte Woche halt auch nicht sehr stark aus. Aber Schalke halt noch weniger. Mhm. Und ich denke, dass einfach G2 ist, wenn wir, denke ich, einen Win für sie sehen. Ist halt nur die Frage, wie chaotisch das Game wird oder ob wir mal ein cleanes G2 sehen heute. Woran hat es denn gelegen, dass G2 in der letzten Woche nicht clean war, Eis? Was war denn das Problem mit ihren Startschwierigkeiten? Die Sache ist, sie haben teilweise so Scaling-Comps auch gespielt, die ein bisschen später fighten wollen und bestimmte Power-Spikes brauchen. Sie sind dann im Early ein bisschen zurückgefallen. Man kennt es, versucht einen Tower-Dive durchzubringen. Geht schief, na gut, dann hält man sich danach ein bisschen zurück. Sie wollten aber weiter fighten. Das war dieses typische, hey, wir sind G2 und wir wollen einfach zeigen, dass wir auch gut outclassen können, auch wenn wir behind sind. Ging voll nach hinten los und da wurden sie hier und da schon mal gepunished. Die Sache ist, ich schätze Schalke nicht als so stark ein, dass sie das Early so hart punishen können von G2. Und wenn ich jetzt vorher predicten müsste, würde ich sagen, es wird ein sehr schnelles, snowball-lastiges Game, wo G2 wirklich vom Early das ganze Spiel an über die Kontrolle haben wird. Wir werden es auf jeden Fall dann sehen, Champion-mäßig. Was wird G2 heute picken? Denkt ihr, sie haben vielleicht wieder was Extravagantes vorbereitet oder war das nur eine Sache, wo sie im Studio waren und die Fans auch so ein bisschen cheeren konnten und jetzt verlässt man sich auf die Standard-Picks? Ich bin sehr gespannt, ob wir auch Volibear sehen von Wanda. Ich hoffe, wir sehen keinen Tam Kench. Der hat nicht so gut funktioniert letzte Woche für sie. Lee Sin war jetzt auch so eine Sache. Ich denke, wäre gut gegen Schalke, weil sie halt sehr aggressiv damit spielen können und ich denke, das auch wirklich durchbringen können gegen Schalke. Aber ansonsten so speziell ist, denke ich, nichts. Ich denke, das wird schon eine relative Standard kommen werden. Außer sie überraschen halt komplett. Ne? Auf der anderen Seite Schalke. Sie haben ja als auch ein paar Roster-Swaps vorgenommen, im Gegensatz zu G2, die wieder nur mit Tornado Carry getauscht haben. Wie gut war das für Schalke, dass man da jetzt gesagt hat, okay, wir holen unsere Spieler aus dem Academy-Roster ins Main-Roster? Ich meine, das kann natürlich helfen. Ist jetzt schwierig zu sagen und wäre jetzt auch gemein zu sagen, nach einem Spiel, nach einer Spielwoche, auch wenn es jetzt eine Super Week war, ja, hey, das war jetzt super schlechte Idee oder so, weil man braucht halt manchmal ein bisschen Zeit, um sich da einzugewöhnen und so weiter. Also es sieht natürlich nicht gut aus, so 0-3 gestartet, letzter Split sah auch schon nicht so geil aus. Vielleicht müssen wir ihnen ein bisschen Zeit geben, vielleicht ist es aber auch einfach keine gute Idee. Vielleicht brauchen sie einfach mal so einen richtigen, ich sag mal, Farbenwechsel, ne? Dass sie da halt einfach gucken und zusehen, dass sie da mal ein bisschen frischen Wind reinbringen. Aber das würde ich jetzt noch ein bisschen nach hinten stellen, sondern erstmal noch ein bisschen beobachten, gucken, wie sieht denn die Performance jetzt aus. G2 ist da, finde ich, ein guter Indikator, sahen selber nicht so gut aus und schon ein guter Herausforderer. Und wenn sie jetzt da nicht auf verlorenen Posten stehen, dann gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Das ist dann natürlich die Frage, wie das gleich in-game aussehen wird, Kevin. Wir haben häufig schon darüber geredet, dass Lurox eher so ein passiver Spieler ist oder jemand, der reaktiv arbeitet. Auf der anderen Seite mit Jankos ja eigentlich jemand, der dafür bekannt ist, dass er häufig das First Blood holt. Ist es jetzt für Jankos ein großer Vorteil, wenn er hier von vornherein den Ton angeben kann oder ist es wirklich eine Sache, die dann auch wieder stark vom Matchup abhängt, wo man von vornherein gar nicht sagen kann, wie es läuft? Also ich denke, es ist relativ fein für Lurox. Ich denke, er ist halt ein sehr, wie du schon gesagt hast, nicht jetzt unbedingt insane aggressiv, er geht nicht sehr oft Counter-Jungle oder sowas. Aber ich denke, er liest eigentlich die Gangs ganz gut und ich denke, oder ich hoffe, dass er halt auch diesmal auch sehr gute Counter-Gangs ansetzen wird, je nach Matchups. Aber ich denke, das wird so das Ziel sein, wie man halt G2 punishen kann. Entweder man divet die andere Seite, wenn halt ein Map-Split ist, oder man countergankt und dann versucht man da über die Matchups irgendwie das zu gewinnen. Weil ich glaube, anders, wenn die einfach nur ein bisschen farmen und so und Jankos wirklich so die Kontrolle übernimmt und langsam die Vision aufbauen kann und dann wirklich die Gangs ansetzt auf da, wo die Carries sind, dann wird es schwierig. Ja, natürlich bei Jankos jetzt auch die Frage, wird er in dieser Woche wieder Lee Sin spielen? Also ist es so ein Pick, auf dem Jankos dir gefällt oder wo du sagst, man sollte lieber wieder andere Champions spielen? Das ist, glaube ich, jetzt auch eher so ein Vertrauensding. Sagt man sich jetzt, das war letzte Woche eher so ein Performance-Tief, aber es kann trotzdem gut funktionieren oder ist das so ein Ding, wo man sich jetzt quasi unsicher geworden ist? Ah, jetzt Lee Sin gespielt, ein bisschen auf den Sack bekommen, vielleicht sollte man da jetzt die Finger von lassen. Obliegt ganz ihm. Ich glaube, ich schätze ihn da schon so ein, dass er sich sagt, hey, der Champion war gut, so letzte Woche war jetzt einfach nicht meine Woche, let's go. For another day, for another pick. Let's go for Lee Sin. Jetzt kommt Sejuani, pass auf. Das ist Sejuani, Idiotie. Bei Grabs sind die Drafts ja auch mal ein bisschen anders. Grabs hat zum Beispiel aber auch in der letzten Woche gesagt, dass eines der Spiele auf jeden Fall auf seine Kappe ging vom Draft. Gerade mit dem Tam Kench immer so ein bisschen schwierig. Er ist ein großer Freund davon. Funktioniert trotzdem nicht so gut. Wie wird es diese Woche aussehen? Ist es wieder so, dass G2 ihre eigenen Picks raussucht? Denkt ihr, die Spieler werden jetzt wieder mehr zu sagen haben? Das war ja mal das Meme. Ja, ich glaube, das ist aber in so einer Meta, wo es wirklich sehr
Scaling-lastig ist und teilweise auch so wirklich diese Front-to-Back-Fights sind meistens oder du Team-Composition hast, die dafür eher gehen. Ich denke, dass sie haben Möglichkeiten. Ich denke, sie können das auch spielen. Mhm. Nur sie müssen dann wirklich je nach Team-Composition im Early-Game gewinnen und da schon so ein bisschen die Kontrolle übernehmen, weil sonst wird es ein bisschen chaotisch und Scaling ist halt immer eine Gefahr. Also auf jeden Fall. Ne? Das heißt, vielleicht doch ein bisschen was Early-Game-orientierteres draften. Das sehen wir jetzt auch in der Champ Select. Wir springen rein, Leute. G2 gegen Schalke. Und ich persönlich bin sehr gespannt, ob hier Schalke vielleicht schon den ersten Win holen kann oder ob G2 ihren zweiten bekommt. Weil für G2 heißt es jetzt natürlich auch, so gut es geht, aufholen. Gerade nachdem ihr Rogue und Fnatic so gut vorgelegt haben. Sitzt. Auf der anderen Seite so ist Caps quasi in der Lage, da auch gut zu adaptieren, weil er ist ja auch eigentlich der sehr gerne aggressive Champions spielt, die halt selber auch gute Carry-Performances bringen können. Oder ist er jetzt jemand, der sich auch mal einen Perks unterordnen kann, sei es jetzt zum Beispiel mit einem Support-Charakter über die Midlane? Wir werden auch sehen, wo sie jetzt Pick- und Bun-mäßig hingeht. Thresh ist rausgenommen worden, ist halt einfach ein guter Allrounder, auch gute Absicherung für immobile Carries. Aphelios wäre jetzt in der Theorie noch offen. Wir haben aber auch gesehen, dass das kein Garant dafür ist, dass du gewinnst. Deswegen Syndra Yumi-Bun könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Dann haben wir wieder die Standard-Buns. Genau, Yumi wäre halt noch eine Möglichkeit. Kann auch sein, dass da vielleicht irgendwie was anderes kommt. Vielleicht ein Aphelios oder so. Dass man da irgendwie ein bisschen den Gegner forst, dass er irgendwie Ezreal oder Yumi pickt. Sonst würde man die selber sich vielleicht nehmen. Die starke Kombo. Könnte natürlich auch sein, dass man jetzt quasi alles offen lässt und sagt, naja gut, wenn die Ezreal Yumi gehen, gehen wir für Aphelios und für Lulu beispielsweise. Aber das okay. Bis jetzt, mal gucken. Jetzt mal gucken, ob sie das halt forcen oder nicht. Ob sie dafür was anderes gehen. Ja, Yumi, damit wäre der Ezreal-Bun eigentlich auch schon wieder safe. Wir müssen auch drüber reden, Neon jetzt bei Schalke am Start. Ne? Das heißt, kein Inex. Also sie haben aus dem Academy-Roster oder dem Prime-League-Roster da auf jeden Fall nochmal hochgeswitcht. Das war auch eine Sache, die sie im letzten Split oft gemacht haben. Neon hat aber insane gut performt, finde ich, innerhalb der Prime League. Also bin gespannt, ob er sich da beweisen kann. Für ihn jetzt natürlich so ein wichtiges Spiel, um da jetzt ein bisschen zu zeigen, jupp. Ich kann da meiner Verantwortung auch gerecht werden. Und das hat ja Schalke auch so ein bisschen als ihre Stärke angesehen, dass man so viel hin und her wechseln und rumprobieren kann. Man hatte aber Lurox und Inex gerade erst ins Main-Roster praktisch übernommen. Warum jetzt schon der Wechsel? Mhm. Ist es so, dass Neon vielleicht ein bisschen aggressiver spielt, da ein bisschen mehr mitbringt noch als Inex? Ich denke, vielleicht einfach auch die Synergy zwischen Dreams und Neon kann sein, dass sie einfach in der aktuellen Meta vielleicht besser passt oder so. Mhm. Dass da einfach ein bisschen mehr Synergy ist in der Laning Phase. Kann aber auch sein, dass, weiß ich nicht, dass das mit einer Miss Fortune zusammen, haben wir schon öfter gesehen. Ist aber nicht so beliebt eigentlich, die Combo, weil Yumi meistens dann noch einen aggressiveren Carry braucht. Ja. Wo drauf sie geht, weil Miss Fortune und Yumi ist jetzt nicht so ein extrem, weil Miss Fortune hinten stehen bleibt, meistens mit der Ultimate und Ultit. Und Yumi denkt sich, ja gut, was mache ich jetzt hier? Deswegen braucht sie da eigentlich noch ein bisschen was Aggressiveres. Und Jarvan damit wieder so ein potenzielles Wombo-Kombo-Potenzial. Ne? Mit Yumi MF Jarvan kannst du den Gegner da halt gut in der Miss Fortune Ultimate halten. Der Doppelwechsel auf der Botlane für Schalke heißt natürlich auch wieder, man muss insgesamt gucken, wie häufig man die Spieler wechseln kann. Ne? Weil man darf nur eine bestimmte Anzahl an Spielen in der LEC haben, um überhaupt noch bei den European Masters zum Beispiel zu spielen. Also auch da ja, sehr taktisch. Sehr interessant, wie man hier vorgeht. Bei der anderen Seite jetzt bei G2 Rek'Sai im Jungle. Ich bin schon angesprochen. Ich bin immer noch ein großer Rek'Sai-Fan. Also bevor jetzt die LEC losging, waren Gragas und Rek'Sai ziemlich ignoriert. Also im Solo-Q hast du es gar nicht mehr gesehen. Ich habe mich halt gefragt, warum. Weil beide finde ich noch immer super, super gut. Und beide kriegen ja auch so ihr kleines Comeback mittlerweile. Also bin ich sehr positiv von eingestimmt. Gerade auch gegen Jarvan. Es geht Rek'Sai super, super gut klar. Und funktioniert auch vom Pathing her gegen immobile Carries ziemlich gut. Ne? Du kannst Yumi kannst du auch, wenn sie einmal draußen ist, gut unterbrechen. Also wenn du da quasi diesen Weg findest zwischen ihren Sprungziel und ihr selber kannst halt immer über den Auto-Attack-Moves sie einfach canceln. Und ja, Miss Fortune ist immobil, da kommt das Rex ja auch gut ran. Vielleicht ist es eine gute Wahl. Ja. Auch nochmal der Execute später, ne, wenn man da Leute poken kann. Das geht mit Ezreal und Karma definitiv. Damit auch eine Botlane, die über recht viel Schaden verfügt natürlich, über sehr viel Poke-Möglichkeiten. Wie gut kommen MF und Yumi dagegen klar? Sollten fein sein. Yumi hat ja so viel Lifesteal. Es ist halt die Frage, ob sie. Also ich denke, sie werden outpoked. Ich denke, sie werden outtraded teilweise in der Lane von Karma und Ezreal. Also ich denke schon, dass die Pushing Power hier auf G2-Seiten ist. Die werden auf jeden Fall, denke ich, Prio haben. Meinst du, dass es Karma Support so safe ist? Noch kann man ja Karma flexen. Also ich gehe jetzt davon aus, halt einfach so.
Also natürlich auf Flex-Side. Was würdest du sonst mit Ezreal zusammensetzen, Eis? Bart wäre eine übelst gute Möglichkeit, hier als Roam-starken Champion, weil Yumi ist ähnlich wie Lulu, sogar noch härter eigentlich. Der ist kein Roaming-Champion. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn Yumi alleine versucht, durch die River halt irgendwie richtig Mitte zu perfen, naja, nicht unbedingt die beste Idee. Dementsprechend kannst du sie da sehr gut punishen und auch Ezreal ist ja da ein super sicherer Champion. Bart, Karma, Rek'Sai, so klingt erstmal ein bisschen stumpf, aber ist, glaube ich, ziemlich effektiv, was diese Early Skirmishes auch angeht. Nautios Leona wäre auch noch eine Option. Ja, genau. Ja, was ist mit Braum generell, der ja früher gerne mit Ezreal gespielt wurde, jetzt wahrscheinlich zu defensiv? Ja, ich glaube, das wäre zu defensiv. Man hätte zu wenig Engage und genau, ich denke auch. So ein bisschen was jetzt noch engagen kann und auch Fehler gut bestrafen kann. Das wäre jetzt was für G2 einfach gut reinpasst. Hier ist schon ein bisschen besser, weil es ist halt ein immobiler ID-Carry an sich, worauf wahrscheinlich Yumi nicht höchstwahrscheinlich so viel peelen wird. Also gefällt mir besser als im letzten Game auf jeden Fall, aber Akali ist gerade echt ist stark, besonders weil sie auch noch einen Buff bekommen hat. Mehr Q-Damage, aber ja, ist halt echt schwierig zu spielen. Oder schwieriger zu spielen, aber es ist G2, von daher. In der Theorie musst du auch noch sagen, also es ist halt eigentlich eine coole Flex-Option, die sie jetzt haben. Sie können Karma auf Top, Mitte oder Botlane setzen. Sie können Akali auf Top oder Mitte setzen. Das heißt, sie haben jetzt halt Möglichkeiten, auf die Solo-Laner jetzt noch zu antworten und so ein bisschen durchzuswitchen. Ja. Wir werden es gleich erleben, wer wohin geht. Corki noch für Schalke, damit noch mal ein bisschen Pro-Reichweite und Fighting Scaling und Split-Push-Möglichkeiten. Ist natürlich auch eine Option, dazu sagen, man geht später für ein 1-3-1 oder 1-4. Je nachdem, was jetzt noch der letzte Pick für sie wird. Und es sollte eigentlich ein Top-Laner sein. Außer Schalke hat hier was ganz Besonderes vorbereitet. Aatrox. Ja, ist halt so ein Safety-Pick. Also nichts Besonderes, jetzt nicht irgendwie was für die Teamcom, finde ich. Ist einfach ein sehr solider Blind-Pick, weil du nicht weißt, gegen was du bist. Ich persönlich, wenn das jetzt eine Akali-Top wäre, habe letztens gegen Wanda gespielt, der Akali gespielt hat. Da könnte es auch hier sein wahrscheinlich. War schon, also Wanda hat die schon echt gut gespielt. Ich habe genau das Matchup gespielt. Ich habe halt übelst hart auf den Sack bekommen. Mhm. Also ich denke, ihm liegt das Matchup auf jeden Fall ziemlich gut. Von daher mal gucken. Echo wäre nice, um ehrlich zu sein. Ja, wird ja auch eingeloggt. Bin ich auch ein ganz guter Fan von. Echo wurde in letzter Zeit hier und da auch mal wieder gespielt. Ist immer eine Sidelane-Option hinten raus, auch was dieses Early-Mid-Game-Adventure angeht. Um die ganzen Objekte herum ein sehr, sehr starker Champion. Ist auch sauschwierig zu punishen, ne? Über seine Ultimate, darüber, dass er über die drei Treffer immer so super, super viel an Bewegungsgeschwindigkeit bekommt. Funktioniert Corki da auch ganz gut, wenn auch, dass es jetzt kein Hard-Counter ist. Aber hier geht es ja jetzt auch nicht um die einzelnen Lanes, sondern wirklich um das Spielverhalten. Und da muss man sagen, G2s Combo ist anspruchsvoll zu spielen. Ja, dann der Combo willst du nicht hinten sein. Wenn sie da im Midgame hinten sind, da können wir sie abschreiben. So im Late-Game haben die gar nichts mehr zu melden. Aber ich glaube, sie haben sehr, sehr viel Play-Potential. Ja, wir werden es auf jeden Fall gleich dann in-game sehen müssen. Wir haben letzte Woche so ein bisschen drüber gequatscht, dass Split-Push eigentlich gar nicht mehr so leicht durchzubringen ist, obwohl die Kombo von G2 jetzt ein bisschen mehr nach Split-Push aussieht. Also ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Wir haben Echo aber auch gut anderweitig eingesetzt gesehen. Insofern gebe ich einfach ab an Mori und Soda, die das Ganze jetzt in-game für euch kommentieren werden. Und dann werden wir sehen, ob Schalke den ersten Win bekommt oder G2 ihren zweiten. Ja, beide Teams stehen auf jeden Fall unter Druck. Und Sola, wie viel Bock hat man denn so als eine immobile Miss Fortune gegen Akali, gegen Echo, gegen dieses Team? Sieht schon nach sehr viel Spaß aus. Also den Miss Fortune-Pick muss ich definitiv ein Stück weit in Frage stellen. Ist allerdings einer der wenigen AD-Carries, die mit Yumi gespielt werden, abseits von Ezreal. Ja, wir gehen rein ins Spiel. Schalke 04 gegen G2. Ja, die Zahlen, die haben wir schon mal. Und die Zahlen, die will man zumindest auf der Win-Seite hier nochmal ein bisschen höher schrauben. Gerade G2 sehr schwach in den Split gestartet. Das hat viele überrascht. Bei Schalke auch schwach gestartet, auch nur schwach weniger gestartet, überraschend. Allerdings ja. Weniger überraschend. Das stimmt auf jeden Fall. Aber bin mal gespannt, wie es heute vor allem um Neon steht. Ist natürlich nicht die einfachste Aufgabe jetzt hier. Natürlich viele Augen auf ihm und dann ausgerechnet in so einem Game gegen Echo, Rek'Sai, Akali wird er tendenziell eher weniger Spaß haben. Ich finde, was Kevin gesagt hat, gerade bei dem Aatrox-Pick ist ganz interessant. Es ist halt ein Safety-Pick, der jetzt aber nicht so unglaublich krass in die Comp reinpasst. Und ich habe das Gefühl, dass das generell so ein bisschen das Problem von vielen Picks hier bei Schalke ist. Was ist denn die Identität dieser Team-Comp? Ich meine, sie haben diese Jarvan-MF-Kombo mit Yumi Ult auch noch. Die drei Ults funktionieren ganz gut zusammen. Dann hast du aber im Gegnerteam 4 Champions mit oder 3,5 Champions mit Dash. Also das ist alleine auch nichts, worum du spielen kannst. Dann hast du den Corki, der später auf der Sideline theoretisch gefährlich wird, der aber von Akali und Echo zerfetzt wird. Dann hast du jetzt eine Yumi, die mit einer MF durchaus auch auf der Lane schon sehr angreifbar ist, wenn Jankos Botlane campt. Also ich sehe noch nicht so ganz, wie diese Comp von Schalke funktionieren soll, aber ich lasse mich natürlich sehr gerne eines Besseren belehren. Ja, also da muss schon wirklich alles Bombo-Kombo ineinander sitzen und man, wie du es gerade gesagt hast, auch dieses Team zu greifen bekommen von den Gegnern. Aber was natürlich auch möglich ist, ja, Snowball ist halt immer so ein Punkt. Und gerade gegen das Team von G2, wir haben es gehört gehabt, das ist ein Team, mit dem du
nicht behind geraten möchtest, was deutlich schwieriger ist, nochmal zu spielen, während bei Schalke natürlich ziemlich klar ist, ja, wir drücken mal eher und hoffen auf das Beste. Das stimmt, ja. Also generell, die Comfort G2 ist halt sehr play-lastig, müssen aber auch Plays forcen, gerade im Midgame, wenn sie mit dieser Comp dann relevant bleiben wollen. Sie haben halt im Prinzip 3 Snowball-Champions, Top-Mitte-Jungle, die halt alle von Behind eher irrelevant sind. Sehen natürlich Top-Lane schon, Matchup für Akali, wie Kevin angesprochen hatte. Scheint ganz nice zu sein auf jeden Fall. Und jetzt hier sogar ein paar Live-Zuschauer. Oh, Zuschauer im Studio, das ist richtig süß. Und sogar ein Pärchen, aber das ist kein Mindestabstand hier, Leute. Ja, gilt für die Boros nicht. Die sind immun. Die sind immun. Ist okay. Die haben auch ihre Kinder mitgebracht. Wunderbar süße Idee und ja, natürlich zumindest ein bisschen Zuschauer-Feeling. Sollten wir auch einführen. Ja, auf der Botlane, wie zu erwarten, im Übrigen die Pressure seitens G2. Also mit einer Kammer Israel Lane hast du halt einfach permanenten Poke. Und entsprechend natürlich auch spannend, wenn Jankos dann um die Botside herum spielen sollte, wonach es momentan aussieht, ja, sieht Lurox und kann entsprechend die Raptoren invaden. Ja, ich denke aber, dass es tatsächlich gar nicht so einfach wird, hier irgendwo gute Ganks anzubringen. Klar, MF ist durchaus anfällig, aber es kommt halt darauf an, wie quasi die Wave gespielt wird. Jetzt pusht sie langsam ein Stück weit rein. Jarvan ist natürlich aber auch around Botlane und ich glaube, das 3 gegen 3 könnte Schalke aktuell sogar für sich entscheiden. Man muss jetzt trotzdem aufpassen hier. Neon doch sehr, sehr weit vorne. Lurox rotiert jetzt hier in den Jungle rein. Rexer wurde allerdings nicht gespottet und na, jetzt sieht man es natürlich, Krabbe ist gemacht. Das heißt, der Call, okay, Rexer ist hier irgendwo in der Nähe. Er hovert einfach nur, will hier gar nicht gehen, kann er auch nicht. So, also mit Yumi MF hast du wirklich nicht das beste Gankpotenzial, gerade nicht gegen den Ezreal. Und daher zieht er sich jetzt hier zurück, ist schon ein Camp behind, verliert vor allem auch beide Krabben gegen Rek'Sai. Das ist natürlich auch alles andere als optimal. Also Jankos jetzt hier wieder mit einem sehr, sehr guten Start im Jungle. Kennen wir natürlich nicht anders von unserem First Blood King. Ja, vor allem aber auch mit einer Rek'Sai. Er hat halt auch einen extrem starken Early Game Jungler, mit dem das gut machbar ist. Na, schaut jetzt nochmal auf der Topside, spottet halt schon wieder Lurox dadurch, wobei der natürlich auch weiß, okay, ja, da ist gerade die Sichtpflanze genommen worden. Also man weiß voneinander, trotzdem natürlich vom Speed her etwas zügiger unterwegs. Du hast natürlich gesagt, klar, ne, so Miss Fortune, Yumi werden reingedrückt sein. Aber letzten Endes auch mit einer Rek'Sai kannst du halt auch... Perks, Moment, das war durchaus aggressiv. Warum hat Neon da gehealt, ist die Frage. Das, beziehungsweise war Dreams hier. Dreams hat Exhaust und Heal. Er hat das hier knapper gesehen, als es möglicherweise war. Aber ein Punkt ist, du kannst halt auch mit Rek'Sai mit dieser Comp sehr, sehr gut diven unterm Turm. Ja, das auf jeden Fall. Wobei das natürlich gegen Yumi mit Exhaust Heal und MF Barrier ist jetzt auf cool und das ist das Stichwort. Also da könnte man durchaus mal Botlane vorbeischauen. Caps auch bald Level 6. Echo auch natürlich ein sehr roam-starker Champion, den Corki nicht einfach so blind folgen kann, wenn er keine Vision hat. Von daher, ich stimme dir dazu. Also ich glaube, es bahnt sich hier gerade so ein bisschen Botlane-Dive an. Drache ist jetzt inzwischen auch gespawnt, also Botlane ist definitiv die Lane, die jetzt hier gerade für G2 am attraktivsten zu fokussen ist. Auch sehr interessant, Wanda hat sich hier einen Executioners geholt direkt am Anfang. Ja. Sehr, habe ich so noch nicht gesehen, aber warum nicht? Also ist ein sehr goldeffizientes Item, bisschen AD kann Nakali auch. Finde ich super smart, also hilft doppelt auf der Lane gegen Aatrox und auch gegen Yumi. Ja. Also generell erwarte ich eigentlich auch von Perks, dass er sich früh einen Executioners holen wird. Ja, das auf jeden Fall auch. Auf der Lane jetzt vielleicht noch nicht, weil da will man ja sowieso eigentlich nicht unbedingt für den All-In gehen. Man sieht so, er hat sich jetzt hier Träne Boots geholt. Auf der anderen Seite, der MF hat jetzt eine BF. Das heißt, da ist jetzt damage-technisch auf jeden Fall ein riesiger Unterschied vorhanden. Ja. Man will da wirklich einfach nur scalen. Was natürlich jetzt auch bedeuten würde, vielleicht ist der Botlane-Dive doch nicht mehr so attraktiv, weil dir fehlt jetzt natürlich schon eine ganze Stange Damage, wenn du da eine Sheen zum Beispiel hättest oder eine Pickaxe. Ja. Wäre das immer ein bisschen besser möglich gewesen. Aber nichtsdestotrotz, Jankos, der kommt quasi immer weiter nach vorne hier, was das Jungle-Matchup angeht. 12 CS jetzt schon vorne, 3 Camps. Drache wird jetzt ebenfalls gestartet. Aber auch Wanda massiv vorne gegen Uluam, ne? Beide haben ihr TP raus. Man nutzt jetzt erstmal die Pressure aus, die man hat in der Mitte und auf der Botlane einfach für diesen Ocean Drake. Hilft natürlich nochmal ungemein. Ja. Also im Endeffekt hat G2 hier wirklich 3 Lanes, die gut pressuren können. Plus ein Early-Game-Jungler. Das ist natürlich ein perfektes Setup, um hier die ersten Spielminuten komplett zu dominieren. Wir sehen jetzt auch Träne bei Abedagge, Träne bei Perks, also da fleißig Scaling am Start. Jetzt der All-In, Level 6 erreicht, der eh hittet und Oduamne. Ah, und das Execution, das ist so wertvoll hier. First Blood Wanda im 1 gegen 1. Oduamne hat das hier komplett unterschätzt. Keine Chance gehabt, also not even close. Holy moly, also der Akali-Pick scheint sich bezahlt zu machen.
Jetzt darf der Snowball natürlich offiziell beginnen. Odoamne hat auch keinen Teleport mehr. Das heißt, er wird richtig viel verpassen da oben. Und Snowball ist jetzt schon eingeleitet. Ich schau mal, selbst wenn er da die Wave bekommt, ist er ja trotzdem 20 Farm hinten. Ja, und wenn man mal überlegt, der Aatrox wurde quasi als Safe-Pick hier gedraftet. Man hat die Akali schon gesehen. Das ging ordentlich nach hinten los. 30 CS ist er jetzt behind. Turtle-Plating geht auch nochmal an Wanda. Ja. Ja, er wird da vielleicht noch ein paar Minions bekommen. Also sag mal 25 plus Plating plus Kill. First Blood war es ja auch noch. Eben. Das ist jetzt einfach mal knackige 700, 800 Gold easy vorn. Jetzt Midlane ja auch den Engage-Versuch von Caps. Kriegt aber ordentlich ins Gesicht. Ja, hat natürlich hat auch noch keine Items. Also wenn er da den Revolver fertig hat, dann sieht das schon wieder ganz, ganz anders aus. Ja, ja, ich meine, man sieht also, er hat sogar noch den Potion. Er hat also sogar noch Aufladung. Er hat halt noch die Ultimate. Oh, oh, oh. Aber gut, also Yumi, egal. Sonst wäre es natürlich ärgerlich, da so ein Backboard abzubrechen. Harold jetzt inzwischen auch gespawnt und beide Teams entscheiden sich... Venkos ist in der Nähe. Jetzt so ein Dive, Level 6 ist da, Caps hat Ultimate, eigentlich gutes Setup, Lurox kommt mit dazu und jetzt die Ultimate, der Kill ist da, Kataklysmus hält hier Venkos allerdings fest und damit ist es ein 1 für 1. Na, da hatte Lurox einen wirklich guten Riecher, muss man sagen. Schön gemacht an der Stelle. Auf jeden Fall ein Trade, den man so verargumentieren kann. Double Buff jetzt auch offiziell getradet. Damit hat man jetzt so ein bisschen Tempo rausgenommen hier. Der Dive hat sich natürlich ein Stück weit angebahnt, aber Dagi hier, er kann natürlich super schwer reagieren gegen den Flash-Knock-Up. Was willst du da großartig machen? Aber Lurox hier zur Stelle reicht trotzdem nicht mehr für Jankos, um hier wegzukommen. Am Ende tradet man ja, zwei Flashes für zwei Flashes, Kill für Kill. Nur der Double Buff bleibt bei Schalke. Das ist halt, ne? Wenn du mit Flash reingehst, kannst du nicht mehr mit Flash rausgehen. Das ist richtig. Wir sehen jetzt auch Early Hextrinker wieder bei Abedagge, um natürlich gegen diesen potenziellen All-In von Echo besser gegenhalten zu können. Der hat jetzt auch seinen Revolver am Start, das heißt, dieser Trade, der eben noch relativ even ausging, wäre jetzt sehr deutlich für Perks ausgegangen, wenn da der Hextrinker nicht am Start gewesen wäre. Und generell will man ja auf der Seite von Schalke scalen. So, man will jetzt nicht im Early Game zwangsläufig diese Fights eingehen. Man hat später den Corki, man hat die Yumi. Aber dann war es das halt eigentlich auch schon. Also Corki, Yumi, diese Combo ist eigentlich das, worauf diese Combo von Schalke hier im Late Game dann aufbaut. Da muss man erstmal hinkommen. Jetzt hier der All-In-Versuch. Ja, Yumi Ultimate, eine Squatchen-Ultimate und man kriegt hier sogar den Kill. Miki hat da nicht geflasht, hat sich da komplett von der Yumi Ultimate festhalten lassen. Exhaust wäre sogar auch noch da gewesen. Das hat geschmeckt. Ah, da sieht man halt die Stärke von dieser Yumi MF-Kombo. Ja, ist halt, ne? Wir drücken beide R und dann wird schon. Ja, aber wie du schon erwähnt hast, also Miki hatte Flash, hätte er durchaus einsetzen können. Hat sich dagegen entschieden, damit erster Kill für Neon, der hier generell recht wenig Probleme auf der Lane hat. Even CS geht hier direkt Richtung Infinity Edge. Sollte man auch nicht unterschätzen, so. Kein Tank im Gegnerteam, also die MF nach vorne zu bringen, bedeutet natürlich auch im Midgame brachialen Damage, nicht nur über die Ultimate. Ja, nicht ganz sauber, aber das gilt für G2 bisher in diesem kompletten Split. Caps jetzt mit der Ultimate rausgezogen. Lurox ist halt schon wieder da. Er spielt hier so ein bisschen den Babysitter für Abedagge. So, und jetzt der Swap Richtung Herald. Der Seite von G2 entscheidet man sich, Perks auf der Botlane zu lassen. Es ist natürlich die Frage, ob man diesen Herald trotzdem contesten möchte. Karma ist in der Nähe. Ja, man hat ja die Arcane, die momentan so fett ist, aber... Vielleicht will man einfach nur Abedagge dafür abholen und lässt dafür ja, den Held komplett liegen. Das sieht so aus. Ja, dafür bekommt natürlich Perks eine ganze Menge Solo-XP auf der Botlane, auch zwei Platings auf seinem Konto. Dann ist die Frage auf der Seite von Schalke, wie reagiert man da? Placed man sofort den Herald auf der Top-Lane? Oder wartet man damit noch? Weil jetzt, klar, man hat den Herald, aber der muss jetzt erstmal den Wert haben, den Ezreal gerade da unten for free bekommen hat. Da sind zwei Waves ins Nichts gegangen. Level 8 jetzt auch erreicht. Und es sieht danach aus, ob man den Toplane Herald sofort placen möchte. Jankos ist jetzt natürlich, beziehungsweise Odoamne natürlich jetzt hier auch in diesem 1 gegen 3 unglaublich schwach, weil er hat Hextrinker early gerusht, um gegen Akali klarzukommen. Das interessiert natürlich einen Rexer relativ wenig, wenn dann Hextrinker am Start ist. Aber Toplane, warum wird der Herald nicht eingesetzt? Man holt nochmal die Platings. Ja, klar, man wartet erstmal auf den nächsten Wave, dass die Platings fallen. Das sollte Tilt First Blood für Schalke werden. Dafür allerdings Drake. Nummer 2 auf dem Konto von G2. Oh, und du bekommst ja Botlane trotzdem eine ganze Menge. Also ist, denke ich, okay für G2. Jetzt wird er eingesetzt mit dieser Wave. Da kann man nichts machen. Zumindest der Drache für G2. Kann man mit leben. Ja, jetzt rums und weg ist er. Ja, es ist, denke ich, in Ordnung. Weil zum jetzigen Zeitpunkt ist halt vor allem der Ezreal einfach noch kein Champion. Also MF ist so viel stärker gerade. Und
man will ja im Prinzip einfach nur in dieses Midgame kommen und da jetzt dann einen Fight am Herald zu riskieren, den man vielleicht dann doch eindeutig verliert, dem Gegner Free mehr Gold im Midgame zu geben, könnte durchaus fatal enden. So würde ich sagen, ist der Trade für Schalke auf jeden Fall worth gewesen. Hat natürlich jetzt schon potenziell die Drachenseele in 10 Minuten im Nacken, aber abseits davon, ich denke mal, fein für beide so. Also G2 hat sich ja auch bewusst entschieden, diesen Herald nicht zu contesten. Ist ja nicht so, als ob sie sich dachten, oh, da ist ein Herald, das wussten wir jetzt gar nicht, sondern wollten sie halt einfach nicht fighten. Ja, wir sehen Doppel-Hex-Trinker bei Schalke gegen das Team auf jeden Fall wertvoll. Nicht nur fürs 1-3-1 später. Grundsätzlich sehr viel magischer Schaden, den G2 hat. Ja, das auf jeden Fall. Ich denke aber fein so, weil du hast halt keine Full-Tanks bis auf Jarvan im Team. Und wenn man hier den Ezreal vernachlässigt, dann wird der auf jeden Fall später auch ordentlich reinzischen. Also Ezreal's Damage sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Der ist jetzt hier goldtechnisch ja, leicht behind gefallen. Natürlich dadurch, dass Neon Turret First Platz und den Kill auch bekommen hat. Kann aber insgesamt gut gegenhalten. Ja, und das ist ja halt der Punkt. 1200 Gold ist der Aatrox hier behind. Und mal gucken, wie nützlich Oduramne dann in diesem Game tatsächlich sein wird. Gunblade auch schon fertig, also Wanda ist auch schon ein starker Item Power Spike letztlich. Gibt nichts, was Oduramne da gerade gegen ihn machen kann auf Top Lane, entsprechend pusht er da. Man fängt jetzt auch schon an bei G2 mit dem 1-3-1, also Caps geht hier auf die Side Lane. Kann da auch deutlich besser farmen zum Beispiel, als es ein Oduramne kann. Wanda natürlich sowieso, Jankos jetzt. Jankos ist nur ein Level hinter Oduamne und macht ihn da im 1 gegen 1, so behind ist er da. Muss da flashen. Das ist, was ich meine, dieser Hex-Drinker ist halt gegen Rek'Sai absolut nichts wert. Und dadurch dieser Trade doch sehr eindeutig ausgegangen. Also Oduamne hat hier wirklich keinen Spaß in diesem Spiel. Toplane geht das nächste Plating an Wanda, wieder zwei Minion-Waves, die ins Nichts. Die Platings sind jetzt weg, also kriegt wahrscheinlich sogar den Turm jetzt mit der nächsten Wave. Ja, Proxy hat nochmal die Wave und aktuell auch niemand da in der Nähe. Außer Oduamne ja, selbst. Wer soll Wanda im 1 gegen 1? Kann ihn gerade keiner töten. Ja. Absolut. Also das heißt, du musst da schon mehr Leute rüberschicken und dadurch, dass man Lurox gerade, glaube ich, sogar gesehen hatte, weiß man, dass Schalke gerade komplett Botside spielt. Ja, müssen sie aber auch. Also sie müssen von der Akali wegspielen. Oduramne ist wohl oder übel hier auf sich alleine gestellt. Er wird immer weiter behind fallen, aber sie müssen versuchen, Crossmap gerade mit diesem Powerspike von der MF zu arbeiten. Jetzt Caps dann engaged hier gegen beide mit der Ultimate wieder raus. Yumi Ultimate bekommen. Ein bisschen Zeit wieder rausgeholt. Toplane sogar Wanda den Turm nicht genommen, einfach damit nochmal eine Wave komplett für Oduramne verloren geht. Und jetzt ist Lurox da, aber Ezreal, Perks hier auf, beziehungsweise Caps natürlich auf dem Echo. Trotz Ult auf Cooldown hier relativ safe, kann er einfach aus der Jabba Note rausdashen. Hier sehen wir, XP-technisch ist aber Dagge ganz, ganz vorne, also der farmt sich auch fleißig hoch auf dem Corki. Aber dann haben wir halt im Prinzip die drei Carries von G2 dicht gefolgt und selbst wenn im Prinzip G2 hier nichts auf der Map macht und einfach nur safe spielt, wird Wanda immer weiter nach vorne kommen da oben im direkten Vergleich. Und allein das ist halt schon eine Drucksituation für Schalke, weil sie müssen halt irgendwas machen. Und sie können nichts auf der Map machen, also sie können nichts auf der Seite machen, wo Akali ist. Das heißt, es ist sehr, sehr obvious für G2 gerade. Er lässt die Pässe fliegen, wie wir gerade sehen, TP'd hin. Das finde ich tatsächlich interessant. Also ich denke mal, er will das Package einfach für den Dragonfight benutzen. Natürlich suboptimales Timing in der Hinsicht. Nimmt sich nochmal die Golems. Trinity Force wird er auf jeden Fall nicht fertig haben bis zum Dragonfight. Ist die Frage, ob Perks gleich sein Trinity Force fertig hat. Jetzt auf jeden Fall fällt der Toplane Turret. Generell die Power Spikes von G2 relativ strong aktuell. Also man kann sich durchaus. Wanda müsste auch eine Menge Gold noch haben, ne? Weil es lange nicht mehr Base, seitdem man das Gunblade hat und hat einiges an CS und Platings bekommen. Man sieht es ja. 60 Farm ist da vorne. 60. Ja, jetzt Base, jetzt die Passive. Kurz vom Drachen. Ja, smart gemacht auf jeden Fall. Da das Teleport erstmal eingesetzt, um ein bisschen Zeit zu überbrücken. Und so Sheen hat er jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man quasi mit diesem Package wirklich versucht, hier rund um den Drake zu fighten. Wanda ebenfalls in der Base, hat Teleport auch ready. Entscheidet sich aber trotzdem, um auf die Lane zu laufen. Penetration Boots sind am Start. Caps will da hier trotzdem erstmal ein bisschen fighten. Er will das Package baiten, ne? Aber Abedage bleibt konsequent. Natürlich ist es für Abedage jetzt deutlich riskanter, mit dem Package reinzuspringen. Das ist halt das Ding, er ist schon auf Half-Life. Caps hat halt auch noch Ultimate im Zweifelsfall. Boah, er will dieses Package haben, ne? Aber Abedage bleibt eiskalt. Muss ja aber aufpassen, Jankos ist in der Nähe. Q trifft nicht, das war close. Und damit ist das Package Powerplay auch nicht mehr möglich. Und ja, wir sehen's. G2, komplette Kontrolle über den River. Kriegen Botlane-Turret. Oduamne da oben ganz alleine. Klar, er könnte TPen, aber aktuell ist er halt einfach useless mit diesem Item. Spike. Von daher
ist wahrscheinlich hier der dritte Drake und der Turret for free für G2. Ja, das ist halt das Ding. Also da kann er im 1 gegen 1 halt nichts machen. Momentan hätte er sich da gar nicht drauf einlassen sollen. Damit muss man diesen Drachen ja auch komplett aufgeben. Dritter Drache jetzt für G2. Das heißt, der nächste wäre dann die Soul. Und Akali mit dem Infernal Drake als Soul nochmal. Da drum's dann richtig vom Burst her. Lurox wieder Crossmap-mäßig am Start. Den Herald. Aber G2 hat hier nicht so eine hohe Herald-Prio und auch der zweite ist längst nicht mehr so stark wie der erste. Ja, und sie haben natürlich den Drachen bekommen, also das ist natürlich das einzige Play, was Lurox gerade übrig bleibt, aber insgesamt geht G2 den Trade natürlich gerne ein. Wanda kommt sogar nochmal dazu und Lurox muss aufpassen, er ist ja drei Level hinter Wanda. Er hat noch Smite, kriegt das Ding hier auch, die Frage ist, 1 gegen 4 gerade für Wanda, jetzt Mickey X. Oder geht er rein gegen Lurox, hat er damit gerechnet, dass die anderen da sind, versucht sie zu outplayen, Lurox schon fast down. Mickey ist nochmal zur Stelle. Noch liegt da das Auge. Er versucht, den Tiki wegzukommen. Oh, und er schafft es auch. Und er verhindert hier, dass der Held genommen wird. So stark gespielt. Sein Flash hat er ja sogar noch. So stark gespielt von Wanda hier an der Stelle gerade. Und Schalke, ich glaube, die verzweifeln gerade schon so ein bisschen in diesem Game. Das ist natürlich nochmal so das i-Tüpfelchen, weil ihnen fällt gerade wirklich nicht ein, worum sie gerade spielen sollen. Mir auch nicht, wenn wir uns hier die Ausgangslage aktuell anschauen. Echo gegen Corki auf der Sidelane. Corki stirbt zwar nicht durch den Hexdrinker, aber Caps hat komplette Pressure. Auf der Toplane genau das Gleiche. Inzwischen schafft es Odoamne dank Hexdrinker, dank Merkurs, nicht mehr zu sterben. Pressure hat er aber auch nicht wirklich. Und jetzt Ezreal sogar auf dem zweiten Powerspike. Muramana gerade fertig gestackt. Also auf allen Positionen ist hier gerade G2 wirklich sehr, sehr gut dabei. Odoamne. Tut mir auch leid. Er sollte wahrscheinlich sogar wegkommen, weil Wanda keine Ultimate hat. Aber dafür ist Jankos da. Oh, der arme Mann. Ja, der hat keinen Spaß momentan im Spiel. Das ist so sad. Wird in die Zange genommen, muss da flashen. Jankos flashen daher mit dem Knockup. Lurox kommt mit dazu. Aber Odoamne schon down jetzt mit der Ultimate. Perks kommt mit dazu. Neon. Und man hat halt auch guten Poken. Denn Ezreal in solchen Fights sehr, sehr stark, wenn er chasen kann. Und währenddessen sind sie jetzt alle hochrotiert. Und Caps kann Botside reinpushen, hat gleich sein TP wieder zur Verfügung. Also G2 kontrolliert jetzt diese Karte. Der generell versucht, also Schalke spielt unglaublich reaktiv, aber selbst die Reaktionen, die sie zeigen, sind nicht genug, um hier gut im Spiel zu bleiben. Auch im Jungle inzwischen 50 CS-Vorteil für Jankos, 2 Level Advantage. Und das führt natürlich, und das ist natürlich die Konsequenz davon, dass man hier 3 Pressure Lanes hat und einen aggressiven Jungle. Also auch Lurox kann ja hier kaum irgendwas machen im Spiel. Er hat keine Lane, um die er rumspielen kann. Ist jetzt hier im Prinzip halt einfach nur ein Tank, der dumm rumsteht und nicht wirklich viel machen kann. Die MF ist, sag ich mal, die einzige, die jetzt gerade in der Theorie stark ist. Aber wir haben ja am Anfang des Spiels erläutert, dass die Möglichkeiten für eine MF gegen Akali, Rek'Sai, Echo mehr als nur begrenzt sind. Ja, also vor allem, sie steht und fällt mit der Ultimate, hat man gerade für einen Wave-Clear eingesetzt. Und ja, entsprechend hat Neon eigentlich gar nichts mehr zu suchen. Flash da. Also, was machst du denn da? Jetzt geht Wanda auch nochmal rein, wird aber exhausted, das war wichtig. Und abgeholt. Turm fällt trotzdem, jetzt will man rein, wo Wanda down ist. Also der hat sich da ein bisschen überschätzt, vor allem die Yumi hier mit dem Exhaust macht da den Unterschied. Ja, das war wirklich ein bisschen deep an der Stelle. Wanda spielt hier auf jeden Fall am Limit. Diesmal eiskalt abgeholt worden. Der erste Kill damit auch für Odoamne, also er darf offiziell auch mitspielen. Und in einer Minute 40 haben wir die potenzielle Infernal Soul für G2. Und wir hatten es angesprochen, 3 Snowball Champions im Game bei G2. Alle 3 sind eigentlich ziemlich gut im Game. Die Infernal Soul ist für so eine Comp natürlich die perfekte Soul, um das Game weiter zu snowballen. Ja, Double Item Power Spike Perks, hat jetzt sogar noch Executioners obendrauf. Generell gute Item Power Spikes. Ja, wenn Wanda dann nicht einfach mal YOLO geht, dann sollte der Drache auch an G2 gehen. Edge of Night gleich auch wieder zur Verfügung für Jankos. Also ich denke, am Ende wird Schalke es halt auf diesen Corki ankommen lassen müssen. Ne? Der muss gemeinsam mit Yumi die Fights einfach carryen. So, MF ist stark. Du kannst MF auf jeden Fall nicht ignorieren. Aber du hast halt auch einen guten Zugriff. Also mit das Akali, halt mit Ding. Echo, auch mit Rek'Sai. Also du hast so gute Möglichkeiten, auf diese Miss Fortune zu kollapsen und Level zu verhindern. Ja. So, das ist, wenn dann hat Lurox halt eine Ultimate, aber wenn... Ne? Du hast halt trotzdem so viele Möglichkeiten. Also generell, du hast keinen Peel auch für sie. Generell sinkt dadurch vor allem halt auch der Wert dieses Jarvans. Im Prinzip hast du niemanden, den du so wirklich effektiv einsperren kannst. Du kannst also keine aggressive Combo damit machen. Du kannst aber auch niemanden so wirklich peelen, weil alle halt einfach deine Ultimate ignorieren und durchdashen. Hier Perks sehr aggressiv unterwegs. Oh, jetzt der Knockup Perks, muss da flashen.
Und wird dann nochmal geschildert, schafft es raus. Caps jetzt gegen Abedagge. Caps mit der Ultimate weg. Abedagge überlebt. Nicht zuletzt auch dank Hexdrinker. Ja, der Flash da aber wirklich absolut wasted. Also der Schaden hat nicht ansatzweise gereicht. Da sieht man halt wirklich, wie wichtig dieser Hexdrinker ist. Und generell G2 an vielen Stellen ein bisschen zu aggressiv. Eben war es Wanda, jetzt Caps und Perks. Zwei Flashes verloren. Echo Ultimate verloren, bevor der Nash spawnt, bevor der Drake spawnt. Und jetzt die Frage, ob man sich auf der Position von Schalke sogar sieht, hier das zu contesten, wird trotzdem sehr schwer. Wollen sie über die Kontrolle spielen. Caps nun nicht wieder dabei, Odoamne kommt mit dazu. Ecke ist wieder da, ne? Sie haben Item-Power-Spikes, aber sie haben auch schon einiges investiert. Ah, Perks hat kein Flash mehr, muss damit in den Cane-Shift kommen. Jetzt Abedagge, erstmal offensiv rein. Die Yumi-Ultimate ist gut, damit bekommt man auch Perks. Da rächt sich eben die Flashlosigkeit. G2, wollen sie es trotzdem noch fighten? Kommen sie da jetzt dran? Schalke steht kompakt, um jetzt hier nicht zu ermöglichen, dass G2 hier auf die Backline kommt. Und G2, das wird schwer jetzt mit diesem Drachen. Sie wollen es nicht aufgeben. 2000 AP. Caps geht da rein drauf auf Lurox. Oh, und da hat man den Drachen einfach mal gestohlen. Oh no. Lurox Smite hatte noch ab, der Junge. Das hätte hier nicht passieren dürfen. Der war eigentlich sicher. So stark gemacht von Caps, aber leider auch ein brutaler Patzer hier an der Stelle von Lurox. Und man hat eigentlich einen super Play rausgehauen. Diese Kombo aus Corki Package und Yumi Ult hat wunderbar funktioniert. Wird aber alles wieder negiert dadurch, dass man sich hier den Drachen unter der Nase wegstehlen lässt. Und jetzt ist Odoamne wieder der Leidtragende. Der muss hier seine Ultimate zünden, um da gegen Wanda zu überleben. Weiß nicht, ob er auf dem Schirm hatte, dass die Akali keine Ult hat. Da hätte er wahrscheinlich auch so überlebt. Aber jetzt sehen wir das Ganze nochmal. Also hier wirklich schön gemacht von Abedagge. Gemeinsam mit Dreams. Geht da aggressiv rein. Yumi Ult sitzt wirklich gut. Snared hier Perks. Keine Chance für ihn zu reagieren. Flash bereits auf cooler MF-Ultimate. Ja, hat nicht optimal gesessen, aber eigentlich ist das alles, was man brauchte, um hier den Drachen für sich zu entscheiden. G2 nicht in der Lage, hier zu fighten. Ja, Jankos kommt auch nicht ins Pit. Aber wie kriegt Caps hier diesen Dragon? 1000? 200. Oh, das ist so bitter. Es war halt wirklich, ich meine, das war gerade Zeitlupe und der ist trotzdem sehr, sehr schnell runtergebürstet worden. Aber das hätte trotzdem... Also es gibt keine Entschuldigung dafür. Ja, das du muss er smiten. Mit Smite gegen jemanden ohne Smite, das verlierst. Aber es passiert. Es ist leider so. Ne? Auch Jungler sind menschlich. Auch wenn man das manchmal in Solo-Queue nicht ganz glauben mag. Aber das ist natürlich jetzt absolut fatal. Vier Drachen, Infernal Soul für G2 und das mit dieser Team-Comp, das wird ein richtiger Brocken für Schalke. Ah, es ist ärgerlich, weil bis dahin war es sehr gut. Man hat auch diese Flashlosigkeit von Perks sehr gut ausgenutzt gehabt in diesem Fight. Der steht da auch, zu, also stand auch zu offensiv letzten Endes. Aber wie du schon gesagt hast, einfach durch diesen Stil Fehler sofort wieder ausgewübelt. Aber Dagger, jetzt ist er der Flashlose. Caps und Jankos kann er wenig machen. Ja, G2, die sind immer wieder dieses Mühe zu offensiv, so auch an der Stelle. Der Root ist jetzt da, Shutdown, TP. Und das ist jetzt quasi mit Ansage. G2, die wollen einfach immer zeigen, dass sie die besseren Spieler sind. Und ja, man könnte schon fast meinen, respektieren hier den Gegner nicht. Ja, generell, also das stimmt. G2 spielt hier wirklich massiv overaggressive teilweise. Und Schalke punisht das langsam, aber sicher doch ganz gut. Also das ist... Immer noch nicht das G2, was wir hier aus dem Spring Split gesehen haben. Sehr, sehr viele jetzt Fehler. Geht's auf. Miki muss da flashen. Bekommt den Schilde. Jankos ist da, wird sofort exhausted. Yumi ist hier auf Odoamne. Das hilft trotzdem nicht. Der ist down. Und Perks kann da nochmal gut poken. Das sind 4 gegen 5. Also man hat erst den Echo catchen können. Dann am Ende ist es doch ein 1 für 1 Trade. Und es ist... Sagen wir mal so, G2 respektiert Schalke nicht, aber es reicht trotzdem. Ja, also es ist ein weirdes Game irgendwie, weil wir haben im Spiel 1 und Spiel 2 zwei sehr, sehr clean Games gesehen. Einmal von Rogue und einmal von SK. Und das hier ist eine ziemliche Schlammschlacht, muss man sagen. Ja. Von beiden Seiten. G2 hat eigentlich die Kontrolle über das Game, sind weit vorne, haben die Dragon Soul, aber erlauben sich trotzdem sehr, sehr viele Fehler und ermöglichen Schalke damit hier im Spiel zu bleiben. Hier sieht man nochmal den Catch auf Jankos, von Jankos auf Abedagge meine ich natürlich. Der musste dann hier wegflashen, hatte Angst vor dem Caps-Damage. Und dann Caps, der hier ja, Wave einfach ein bisschen zu gierig haben möchte und dafür stirbt. Das ist natürlich bitter. Yumi Ult auch wieder gut eingesetzt. Vor allem mit Ultimate ab. Ja. Und dann TP'd man halt auch nochmal, weil man dachte, okay, man kann den Fight nehmen, aber die Ultimate kommt nicht. Also kam nicht von Echo. Dann steht Wanda natürlich blöd da.
Ja, dann aber auch eine gute Trap von Jankos, muss man sagen. Er nimmt hier den Tunnel über die Wall und wartet dann quasi auf sein Opfer. Udo ist schon relativ low. Chased da Mickey, der halt wirklich bewusst darüber flasht, um halt Jankos hier die Möglichkeit zu bieten. Das war smart gemacht. Und man darf ja auch nicht unterschätzen, Perks die ganze Zeit hier am Poken. Ne? Das sind 5, 6, 7 Qs, die hintereinander getroffen haben von einem 2,5-Item Ezreal, der ja auch nochmal Executioners hat. Also der wird hier auch gerade in den Fights manchmal ein bisschen unterschätzt. Jetzt hier Neon gut gedroppt, half HP. Aber es reicht nicht und Yumi kann ihn hier wieder hochheilen. Also noch ist das hier nicht safe für G2, auf gar keinen Fall. Corki hier bald bei 3 Items, Death Dance auch bei Neon bald fertig. Oh, wow, wow. Der Damage von Abedaga mit Level 16. Oh. Viel zum Thema. Also Wanda war lange Zeit hier 1 gegen 1 König, aber jetzt gegen diesen Corki ist das nicht mehr. Vor allem, wenn er da so überrascht wird. Corki auch. Also Abedaga muss man sagen, 300 CS, meiste Farm in diesem Spiel. Das kommt ihnen sehr zugute, dass das Spiel gerade, also dass G2 das Spiel nicht schneller machen kann. Das ist aber auch, glaube ich, teilweise ein Problem der Meta so ein kleines bisschen. Also G2 tut sich generell schwer damit, gerade in dieser Scaling-Meta so richtig klar zu kommen. Hier ist es wieder der Corki zum Beispiel, der jetzt zu einem richtig dicken Problem werden wird. Man hat hier wirklich 5 oder sagen wir mal mit Ezreal in Klammern 4 aggressive Picks gepickt, um das Game schnell zu snowballen, um den Corki gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Ah, Jankos nimmt er den Tunnel. Muss da raus. Jetzt ist Odo Amne wieder das Opfer. Es ist halt wirklich ein Spiel geprägt von Einzelaktionen, von Picks. So auch hier jetzt auf Odo Amne. Man bekommt ihn halt nicht. Ich sehe hier gerade im er kriegt ihn auch mit der Ultimate. Er dreht sich auch wieder um. Also Odo Amne, renn einfach weg. Ja, das ist dein einziger Job in diesem Game. Ich sehe in diesem Spiel sehr viele Einzelaktionen. Gerade im Vergleich zu den beiden Spielen, die wir vorher gesehen haben, deutlich weniger Makro-Play auf beiden Seiten. Gebe ich dir komplett recht. Also G2 verlässt sich hier gerade auf ihren rohen individuellen Skill, um dieses Spiel für sich zu entscheiden. Es funktioniert allerdings, das muss man halt auch zugeben. Ich meine, dass G2 alle starke Spieler sind, das wissen wir, aber das macht es ja auch nur unnötig schwierig, dass sie sich allein darauf verlassen. Und jetzt haben wir in 2 Sekunden den Elder Drake. Odo Amne ist tot, hat kein Teleport. Und das macht es jetzt natürlich für Schalke unglaublich riskant. Sie haben halt einen Corki. Jetzt TP in die Backline. Wanda wollen das eher fighten als alles andere. Caps geht da rein. Sucht er das Ziel mit der Ultimate raus. Jetzt ist er meilenweit weg. Wanda ist down. Aber Jankos bekommt da den Shutdown. Das ist ganz, ganz wichtig. Geht nochmal in die Stopwatch rein. Und dann gibt es die Misfortune Ultimate, aber den Double Kill. Und jetzt ist Dreams down. Und das war so wichtig hier von Jankos, da Abedaga zu bekommen. Das entscheidet den kompletten Fight. 4 Kills für G2. Odo Amne jetzt am Leben. Man wollte den Elder nicht. Man wollte ganz gezielt den Fight mit den Backline-TPs. Ja. Und jetzt pusht man die Mitte durch. Ja, das sollte eventuell sogar das Game sein. 20 Sekunden Death Timer und das alles wieder nur, weil sich Odo Amne auf der Sideline hat catchen lassen. Er hat ein schweres Game, er hat ein schlechtes Matchup, er ist behind gefallen. Aber solche Catches entscheiden dann am Ende das Spiel. Der erste Nexus-Turm fällt, Odo Amne versucht hier nochmal irgendwas zu tun. Keine Chance an der Stelle und am Ende G2 hier in 30 Minuten siegreich. Aber mit Ruhm haben sie sich nicht bekleckert, das muss man wirklich sagen. Ja, wobei man sagen muss, Odo Amne alleine macht man sich's ein bisschen einfach. Ja, letztendlich war es aber auch die Entscheidung von Schalke, dann da Hals über Kopf reinzulaufen, anstatt vorher vielleicht die Büsche, die Wards zu checken. Ja, aber das Problem ist, also du bist so oder so, 4 gegen 5, Elder Drake wird gemacht, den kannst du nicht abgeben. Du musst ihn fighten im 4 gegen 5. Das war im Prinzip schon besiegelt, das Schicksal von Schalke hier. G2 holt sich den zweiten Win, Schalke damit 0 zu 4 auf dem letzten Platz. Ist leider ja, schade. Schalke 0-4. Ja, buchstäblich, die Memes leben wieder. Und schauen wir mal, ob sie, wie auch im letzten Split, vielleicht so ein bisschen das Comeback noch in der zweiten Hälfte schaffen können. Weil aktuell sieht es leider wieder dünn aus bei ihnen. Ja, es sieht richtig, richtig dünn aus bei Schalke. Und ja, G2, da ist, denke ich, auch mal Luft noch nach oben, oder wie siehst du das? Ja, meilenweit. Also natürlich halten wir G2 halt zu einem anderen Maßstab als andere Teams. G2 ist das beste Team, was es in Europa jemals gegeben hat, war es im letzten Jahr. Aktuell sehen wir nicht so viel davon. Wir haben gute Individualplays gehabt, aber auch Sehr viel Solo-Queue. Also es ist halt, G2 ist noch nicht so 100% da. Na, vielleicht fehlt ihnen einfach die Bühne. Ja? Wir geben auf jeden Fall unserer Analyse-Ecke eine Bühne, nach einer kurzen Pause dieses Spiel nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Alle in Game, einer fehlt, er ist kurz AFK. Rundenstadt, er ist nicht da, er ist kurz AFK. Überzahl, hielt mich mal, alle tot GT, das war klar. Digga, der pennt doch. Willst du schlafen oder gamen, träumen oder aimen? Du brauchst einen Kaffee. Nie wieder ARK, nie
der AFK. Yes, Chivo for Black and White. Bist du wach?